Sechsring, und wenn es jetzt sagt, eigentlich, dass es dem Söhli gut geht. Mein Name ist Irmgard Kneubühler. Ich bin der Urs. Ich führe zusammen mit meinem Mann einen Bauernhof. Und wir haben Maschsäu. Wir haben uns im Kindergarten lernen können und wir heissen beide Kneubühler. Jetzt heissen wir auch Kneubühler. Ja. Jetzt will ich es auch an den Kölbi. Habe ich sie da so weit gehabt, was sie mit mir gegangen ist nachher. Der Respekt vor der Söhle ist einfach, dass man sie gut behandelt, dass man sie so behandelt, wie wir selber auch behandelt werden. Die Söhle können ja nicht schwitzen. Wegen dem haben wir eine Dusche reingemacht. Und dann können sich die Söhle dort unter die Tiere abkühlen. Wenn es draussen die Sonne kommt, gehen die Söhle sofort raus liegen. Dadurch kommen sie Sonnenbrand über, wie bei uns Menschen auch. Und darum haben wir eben Schatten jetzt montiert, ja. Wir schauen, dass wir möglichst gute Beziehung haben zu unseren Tieren. Was im Säuli wo ist, was ihm gefällt.